Regnet es aber nicht rein, ne? Das zeigt so falsch an. Okay. Oh, echt jetzt? Hast du den jetzt? Du hast ihn aber jetzt wirklich mit einem Heilpaket geheilt, oder? Naja, ist geil. Wunden behandelt! Woohoo! Aber immer bis 15. Können wir nämlich eine neue Forschung machen? Stimmt, hier ist auch noch ein Ausgang. Hier bestimmt noch das Rübenfeld. Wie ist es denn jetzt mit Essen? Also Bier geht uns langsam echt aus. Heilpakete müsste ich dann auch machen. Ein Topf rohes Fleisch. Sind die Bären jetzt alle schon weg? Oder halt einfach nur nicht? Leute, also können wir mal die Bären holen? Transport. 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 So, geh mal schleppen. Ach, du bist müde. Du gehst jetzt ins Bett. Ist geil. Geh erstmal schlafen. Ich muss mein Lager bald erweitern, ne? Das ist echt wahnsinnig voll inzwischen. Wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie anders sortieren könnte. Irgendwie kann ich das einzeln, kann ich es aber nicht. Hm. Kommen zwischendurch eigentlich auch so random Events? Ich hoff's. Ich hoff's. Also bis jetzt hatte ich wirklich nur das mit dem einen Neuzugang hier. Mehr leider noch nicht. Ich hoffe, dass da jetzt dann bald wieder irgendwas kommt. Sonst wäre es echt schade. Ernte ruiniert. Was heißt hier Ernte ruiniert? Wahrscheinlich wegen dem Bärenbusch. Okay, also auch unser Kohl ist auf jeden Fall jetzt reif. Das ist doch super. Die macht die Chroniken, damit wir gleich 4 brauchen und dann können wir noch eine neue Forschung lernen. Aber aktuell haben wir auf jeden Fall alles. Bam, 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 bododom. Ja, mein Bier ist gleich weg. Wir haben gleich ein Problem. Die kriegen gleich nämlich richtig Durst, die Leute. Ich hoffe, dass wir gleich Bier brauen lernen können. Das machen wir als allererstes dann. Wo gehen wir hin? Ey, Gregor! Was machst du denn hier so weit weg? Was hast denn du vor? Was holt denn der jetzt? Ach, Gerippe. Alles klar. Na dann. Klar, Bier ist ja auch Grundnahrungsmittel Nummer 1. Anscheinend in dem Spiel definitiv, weil Wasser gibt's nicht. Wenn die durstig sind, dann brauchen die ihr Bier. Definitiv. So, aber wir können gleich Bier brauen. Die Bewohner sind untätig. Gleich nicht mehr, weil... Ach, komm schon, bring's ins Lager. Das Lager ist gleich voll. Wir müssen gleich anbauen. Okay, das Spiel wird gekauft. Wegen Bier, ne? Wegen dem Bier. So, wir lernen brauen. In welchem Zimmer wollen wir brauen? Brauanlage aus Kupferkessel und Bierbrauen. Ich muss anbauen, kann das sein? Okay.
Ein müder Elefant kommt zur Herde und möchte mit einem kräftigen Törö als Elefantenkampf schreien. Okay, warte. Törö! Mit Grüßen. Siehe Twitch-Clip im Discord. Hallo Rafa. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde jetzt erstmal das Lager noch erweitern und dann. Ich wollte ja eine Kapelle einrichten, ne? Wo brauchen wir unser Bier? Wo brauchen wir unser Bier? Das ist jetzt die Frage hier vielleicht hinten, oder? Da machen wir mal noch so ein Ding für verschiedenste Sachen. Und hier reißen wir dann quasi. Ich wollte dich gar nicht drehen. Wie ist das Spiel, du Gute? Ich finde es echt cool bisher, muss ich sagen. Es ist echt nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt da noch ein paar Events oder so kommen, dass mal ein bisschen noch was passiert. Das wäre noch cool. Aber könnte gut werden. Ist die Birke hier schon. Wieso kann ich denn die Birke nicht antipsen? Geh weg. Ich will dich nicht mehr. Wieso kann ich die Birke nicht anklicken? Was ist da los? Oh, zu klein. Die wächst halt eigentlich noch, egal. Die reißen wir mal ab. Wie war deine Woche bisher, Rafa? Ich hoffe, nicht allzu stressig. Ist ja Early Access. Richtig, richtig, richtig. Da kann ja auch noch einiges kommen, genau. Dein So, das wird jetzt quasi die Erweiterung vom Lager. Und das da wird die Dingens. Die Bierbrauerei. Wo haben wir denn noch Holz? Wächst. Wächst. Ich brauche was Ausgewachsenes, bitte. Abgestorben klingt gut. Ausgewachsen. Ich muss ein paar Bäume pflanzen, glaube ich. Mir wachsen die definitiv zu langsam. Leute, wollen wir mal weiter schaffen hier? Aber wir haben kein Holz mehr, ne? Die zwei können noch weg. Ich muss schon sagen, dass Maneater für zwischendurch gar nicht so übel ist. Ich weiß nicht, ob ich das spielen könnte. Das ist so ein bisschen. Oha. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ah. Heute leider Stress. Ich musste heute zum Arzt wegen einer Krankmeldung. Ich sag nur eins, wenn morgen ein Feiertag ist, machen viele Ärzte heute was anderes. Oh, scheiße. Ja, immer diese Feiertage, ne? Da ist die ganze Welt durcheinander. So gefühlt. Ich hoffe, dir geht's aber gut soweit. Mir geht's ganz gut. Mir geht's gut. Ich war jetzt erst um 7:30 vom Schaffen daheim und mein Zeh habe ich jetzt doch wieder tamen müssen, weil es noch nicht gut ist. Aber sonst. Ich freue mich, dass morgen Feiertag ist. Und dann Freitag, Samstag mal arbeiten. Dann ist nochmal ein Sonntag. Ist auch gut. Okay, wir drehen mal hier auf schnell, solange die schlafen. Okay, also Nahrung sieht jetzt gut aus. Wir haben recht viel Beeren und Kohl. Tatsächlich da mal ein bisschen hochgehen. So, mal die Pflanzen, die Bäume, das ist gut. Wächst. Hust, hust. Aber das ist doch ein Fluss, kann man da nichts mitmachen?
Ja, passt schon. Knie verdreht. Oh, mit den einigen Tagen wieder. Dann CT und dann ab zum Orthopäden. Oh, Scheiße. Oh, Mensch, Rafa, was machst du denn? Knie sind aber auch einfach ein scheiß Körperteil. Ich sag's ganz ehrlich. Das ist ja doof, Mensch. Dann hoffen wir mal, dass es schnell besser wird. Falsch ausgeführte Pflanzenernte. Ich habe einen Baum gefällt, der ausgewachsen war. Was soll ich denn da? Okay, wir haben viele untätige Dorfbewohner. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, wenn man die. Könnt ihr mal die. Kind, beruhigst du dich wieder mit deinem Husten? Jetzt mal im Lurk. Viel Spaß weiterhin mit dem Spiel. Bin gespannt, was da noch so kommt. Oh ja, ich auch, Blazit. Und vielen Dank fürs Lurken. Vielen, vielen Dank. Ich will das Bier brauen. Könnt ihr mal das jetzt wieder. Ah, wir brauchen schon noch Holz. Wächst. Ausgewachsen. 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 Mal alles fällen, bitte. Von meiner Erfahrung her haben viele, die in den 90ern geboren sind, Probleme mit Knie oder Schulter. Also meine Knie sind kaputt. Nicht, weil ich ein 90er-Kind bin, sondern wegen dem Rollerunfall halt. Da hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ich bin halt mit 50 voll in das Auto reingebrettert. Seitdem sind ja beide Knie bis am Arsch. Aber ja, mit dem Knie haben es echt viele Leute, ne? Schon faszinierend. Baumislung. Ich das schon lese. Baumislung. Kann doch nicht so schwer sein. Holz holen. Naja, Tag ist ich wieder rum. Grillfleisch, Rosfleisch. Wo ist mein Eintopf? Habe ich genug Eintopf? Ein Topf, ja, okay, passt. Bei mir war es Fußball, obwohl ich in keinem Verein war. Ja, ist halt auch hobbymäßig, reicht da auch schon, ne? Einmal blöd irgendwie was draufgekriegt, dann ist halt rum. Zack, Kreuzband weg. Oh! Scheiße. Das ist natürlich Kacke. Ich muss mal wieder manuell speichern. Abwechslung. Ja, Fußball ist eh so was. Also, mein Mann hat früher auch Fußball gespielt und irgendwie war es gefühlt bis ins Krankenhaus. Dann ist er ein paar Wochen ausgefallen. Dann hat er, glaube ich, zwei Spiele gespielt und zack, wieder ab ins Krankenhaus. Es, Fußball ist so ein Scheiß. Aber naja. Wieso bauen die das eigentlich nicht? Wegen Holz, ne? Ich muss Bier brauen. Wir haben nichts mehr zu saufen, Leute. Es geht so nicht. Dass ich fertig werde da. So, also wir haben auf jeden Fall hier schon mal ein paar Bäumchen angepflanzt. Das ist gut. Ich treffe da. Ich mache da immer zwei aus Versehen. Ich will das doch gar nicht. Das war auch nicht mal hobbymäßig, sondern Sportunterricht. Oh Gott. Selbstverschuldet, Kreuzband weg. Oh Scheiße. Naja, was willst du machen, ne? Fanny denkt immer nur an das eine. Saufen. Ja, das Problem ist halt, die haben jetzt dann Durst wie Sau. Die verdursten mir bald. Weil es gibt halt kein Wasser. Wir müssen das machen. Da ist ein Fenster. Können wir das Fenster mal abreißen? Lagerplatz ein bisschen vergrößern. Da kommt dafür eine Holzwand rein. Bist du ausgewachsen? Nein. Bist du jetzt ausgewachsen? Nein. Wer ist ausgewachsen? Keiner. Du.
morgen mittags, abends war ich mir so fern. Aber echt, hey. Also nein, natürlich nicht. Nimm's bloß nicht ernst. Aber ich trinke mal Multischorle. Wie sieht's aus mit meiner Forschung? Okay. So. Kurz mal langsamer. Was brauchen wir dringend? Ich würde jetzt erstmal Möbel gehen, damit wir ein besseres Bett kriegen. Glaubst du, falls du den Leicht... Ach, den leicht veränderten Originalsong. Boah, keine Ahnung. Also ich kenne das Lied, aber was da jetzt Original ist, was verändert? Ja, ich habe keinen Plan. So, wir können... Jetzt lassen wir mal kurz gucken. Die Brauanlage bauen. Und die ist gar nicht so groß. Ist es gar nicht so schlecht. Gehen hier mal eins runter. Können wir vielleicht so machen. Und den, dann vielleicht noch einen zweiten Forschungstisch einfach hier mit dazu. Ich finde die Lagerhaltung noch ein bisschen... Also nächstes Mal, in der nächsten Runde, baue ich, glaube ich, das Lagerhaus extra. Dass es ein extra Gebäude ist, weil so finde ich das echt ein bisschen kacke. Ich nehme alles ernst, was du sagst. Du weißt zum Beispiel, dass du dich wie ein Elefant im Porzellanladen immer... Das kann natürlich sein. Aber nur manchmal. Jetzt könnten wir dann ein Holzbett. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Holz. Ah, ich bin zu tief. Wir müssen eins höher, sonst können wir die Bäume nämlich nicht anklicken. Da wächst noch alles. Du bist fertig. Du bist eh tot. Du bist tot. Tot. Okay, es wächst langsam. Lockst du mit unterschiedlichen Räumen auch andere Leute zu deinem Dorf an? Ich habe keine Ahnung. Bisher hat man nur eine Person neu gekriegt. Und das ist schon ganz schön lang her, so gefühlt. Keine Ahnung. Vielleicht das Bier. Wart's ab. Das Bier lockt jetzt die Leute an. Ganz bestimmt. Das zieht jetzt. Frage. Ich habe bis hier bis 16 eingestellt, bis hier bis 15, aber das zählt doch eigentlich global. Das müsste eigentlich doch global zählen. Produzieren sind 110. 80. Da fehlt ein... Da oh, scheiße, jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich hätte Doppelwände bauen müssen. Oh, nee. Also das mit dem Dach finde ich ein bisschen... Geht's jetzt mal hoch? Ach, ich muss das Dach einblenden, nicht Dackel. Mir fehlt übrigens eins. Super! Jetzt kriege ich das nämlich wahrscheinlich nicht hin. Ja, ich kriege das jetzt nicht hin. Weil... Oh, das ist ein Scheißes. Dann gib mir den Clip. Dankeschön. So wie ein Dungeon Keeper. Dungeon Keeper? Also ich kenne nur... Meinst du sowas wie Dungeons? Ich glaube, Dungeon Keeper kenne ich gar nicht so direkt. Super Clips, die du von der Phasmo-Session erstellt hast. Oh, das war aber auch eine gute Runde. Das, also, guter Abend, muss man dazu sagen. Das war echt richtig gut.